1871 wird der Wiener Arbeiterinnenbildungsverein gegründet. Hier bekommen Frauen und Mädchen Information und Bildung. 2018 streicht die schwarz-blaue Regierung Fördermittel für viele Fraueneinrichtungen. Im April 1997 unterschreiben 650.000 Österreicherinnen und Österreicher das erste Frauenvolksbegehren. Die komplette Gleichstellung von Frauen und Männern wird im Frauenvolksbegehren 2.0 im Oktober 2018 erneut eingefordert. Am 19. März 1911, dem ersten Frauentag, marschieren 20.000 Frauen über die Ringstraße und fordern neben Mutterschutz, Arbeitnehmerinnenrechten und Sozialversicherung auch die Einführung des Frauenwahlrechts. Heute gefährden Maßnahmen wie der 12-Stunden-Tag oder die Abschaffung der Notstandshilfe unsere sozialen Errungenschaften. 1892 erscheint die erste Ausgabe der Arbeiterinnenzeitung, die für die Sozialdemokratinnen ein wichtiges Sprachrohr für ihre Ideen und Forderungen ist. Heute stehen wir vor neuen Herausforderungen, wie dem Kampf gegen Hass im Netz.